Was geht ab, Ladies and Gentlemen? Es ist wieder Zeit für Pokémon News, meine Damen und Herren, denn der Pokémon Day steht vor der Tür. Pokémon Day 2022 am 27. Februar ist es soweit. Ja, ist ein Sonntag und heute hat The Pokémon Company ja so einen groben Fahrplan rausgehauen, wie die Woche denn jetzt so ablaufen wird bis zum Pokémon Day. Und diesen Fahrplan sehen wir hier. Also, das ist die Woche. So ist sie gegliedert. Heißt, heute ist der 21.02. Heute bekommen wir irgendwas zu Pokémon Masters X. Das Interessanteste aber in diesem Fahrplan, neben dem Pokémon Day an sich, ist tatsächlich der morgige Tag. Ja, der 22.02. Wir bekommen morgen irgendwelche Informationen zu Pokémon Schwert und Schild. Beziehungsweise da wird irgendwas passieren. Jetzt ist halt wieder so die Frage, okay, wie hoch darf man pokern, wie ja, stark darf man hoffen. Wir wollen alle Pokémon Home kompatibel mit Pokémon Legend Arceus, mit Pokémon Strahlen, Diamanten, Leuchtende Perle und Pokémon Schwert und Schild. Das wäre so das Geilste. Ja, aber letzten Endes kann es auch nur so irgendein Raid-Event sein. Ja, Raid-Events sind halt nicht mehr attraktiv, aber ja, kann halt trotzdem passieren, deswegen, boah, wir müssen auf alles vorbereitet sein, aber wie heißt es so schön? Hoffe auf das Beste, rechne mit dem Schlimmsten, I don't know. Aber ja, das ist halt das Interessanteste, wie ich finde. Am 23.02. bekommen wir irgendwas zu Pokémon Café Mix, Pokémon Café Remix, ja, dieses eine Spiel für die Nintendo Switch. 24.02. was zu Pokémon Unite. 25.02. wahrscheinlich wieder irgendein ja, Musiktrack. Ja, die hatten ja so, Pokémon wurde ja 25 Jahre alt letztes Jahr. Und dann ist ja ein ganzes Album rausgekommen, glaube ich, im Oktober dann. Und jetzt gibt es anscheinend eine Single am 25.02. By the way, ich habe Heuschnupfen. Ich glaube, das hört man ein bisschen raus. Das ja, fuckt mich sehr ab. am 26.02. dann irgendwas zu Pokémon Go. Und am 27.02., das ist doch Sonntag, oder? Ja, ist Sonntag. Der Pokémon Day. Jetzt ist halt so die Sache, okay, welche Spiele sind hier nicht mit drin? Wir haben Pokémon Legend Arceus. Wir haben Pokémon Home. Ja, und wir haben Pokémon Strahl, Diamant und Leuchtende Perle. Bezüglich Pokémon Strahl, Diamant bekommen wir morgen, ja, 1.55 Uhr bis 3 Uhr wieder Wartungsarbeiten. Ja, sprich, morgen wird was im Schwert und Schild passieren, aber auch in ja, Pokémon Strahl, Diamanten, Leuchtende Perle. I mean, man kann da wieder ne, so irgendwie so Verknüpfungen interpretieren. Okay, Pokémon Home Kompatibilität, ich hasse dieses Wort. Ja, aber ganz ehrlich, dieses Spiel hat uns schon so enttäuscht. I mean, wir haben dieses Spiel richtig auseinandergenommen, Mann. Die sind mit den Glitches gar nicht mal hinterhergekommen. Die haben aufgegeben nach dem dritten Mal. So, deswegen kann sein, dass sie sich so denken, okay, ja, tamam, Glitches kriegen wir nicht hin. Jetzt, wir können uns konzentrieren, das Spiel zumindest komplett zu machen, weil es fehlt ja immer noch. GTS, ey, ohne Scheiß. 4-5 Monate nach Spielrelease fehlen immer noch Spielinhalte, womit geworben wurde. GTS, diese Wundertauschstation. Egal. Codex Club kann man immer auch nur mit einer Person in einem Raum sein. Keine Ahnung, Mann. Jedenfalls morgen Nacht bekommen wir Wartungsarbeiten, Strahl, Diamanten, leuchtende Perle. Schauen wir mal, was das Ganze mit sich bringt. Ich gucke hier auch gerade so ein paar Tweets durch. Stimmt, Pokémon Sleep ist ja still a thing. Stimmt, Pokémon Sleep ist auch nicht in dieser Grafik vertreten. Sprich, es kann sein, dass wir am Sonntag dann auch Informationen zu bekommen. Beziehungsweise grundsätzlich möchte ich eins klarstellen. Stand jetzt ist nicht bestätigt, dass wir an diesem Tag auch tatsächlich eine Pokémon Presents oder eine Pokémon Direct bekommen. Es liegt nahe, weil ich glaube, die haben es eh immer so erst ein, zwei Tage vorher immer angekündigt. Deswegen können wir noch alle beruhigt sein, aber Stand jetzt wissen wir noch nicht, ja, aber es liegt sehr, sehr nah, weil bisher kam halt immer was Krasses zum Pokémon Day und ich habe auch ein paar Leaks, Insider-Infos,
Auch tatsächlich eine Insider-Info vom guten alten Savin, also PK, der hätte sich ja PK Hexmaster, war ein PK Live. Der hat mir auch was Interessantes geschildert, aber kommen wir alles gleich zu. Also, jetzt aber zu der Hauptthematik. Was erwartet uns dann am 27.02.? Spiele, die hier nicht vertreten sind, um es nochmal zusammenzufassen. Pokémon Strahl, Diamant, Leuchtende Perle bekommen wir aber morgen Wartungsarbeiten. Sprich, kann sein, dass da, ja, dass wir tatsächlich da Updates zu bekommen. Wenn dem so wäre, warum ist in der Grafik nicht drauf? Kann sein, dass da Pokémon Day das nochmal genauer ja, dargestellt wird, beziehungsweise vorgestellt wird. So, yo, das ist jetzt möglich. Legend Arceus, DLC, immer noch ein Gerücht, was vermutlich, ja, bereits feststeht, wenn man den Leaks vertrauen möchte. Pokémon Detective Pikachu 2, immer noch ein Thing. Und Pokémon Home, quasi das Wichtigste für alle, die halt Pokémon online zocken, die Pokémon kompetitiv zocken. Pokémon Home, wie wird denn jetzt die Kompatibilität, ich hasse dieses Wort, immer noch aussehen? Ja. Pokémon, Schall, Diamant, Leuchtende Perle, Pokémon Legend Arceus, Pokémon Schwert und Schild. Wie wird das denn laufen, Mann? Hoffentlich bekommen wir da endlich mal Informationen. Aber schauen wir uns doch mal jetzt ein paar Leaks an. Also, Eclipse. Ups. So. Twitter-User Eclipse, der ist ja mittlerweile auch so, ja, so ein Insider geworden. Der hat auch wahrscheinlich Connections mittlerweile. Er sagt, demnächst wird Folgendes angekündigt. Pokémon Legend Arceus DLC. Ja, wird anscheinend in der ersten Hälfte dieses Jahres erscheinen. Sprich, bis spätestens Ende Juni. Wer weiß, Pokémon Day ist eine perfekte Gelegenheit, das anzukündigen. I mean, selbst hier Pokémon Schwert und Schild wurden ja auch am Pokémon Day angekündigt. Am 27.02. vor 3-4 Jahren. Ja, hier, Detective Pikachu 2, immer noch in der Entwicklung, kommt anscheinend Ende April und neues Spiel. Neues Spiel wird angekündigt, Klammern, wir sind zurück, Hashtag Pokémon VGC. Wie kann man jetzt das letzte interpretieren? So, warum das, ja, we will be back, Pokémon VGC, warum hat er das hervorgehoben? Kann es sein, dass wir ein Spiel bekommen, wo halt, ja, sagen wir, ähnlich wie Pokémon Stadium, wo wir direkt alle Mons verfügbar haben und die wir dann vielleicht, ja, easy anpassen können, ohne groß trainieren zu müssen mit EVs, DVs. Vielleicht bekommen wir wirklich einen kompetitiven Ableger von der Hauptedition. Ja, das halt Pokémon VGC, also ne, das offizielle Videospielformat von Pokémon, auf diesem Spiel weiterläuft. I don't know, vielleicht ist es Gen 9. Ne, kann auch sein, aber naja. Stimmt, noch was zu Pokémon Legend Arceus. Savin hat mir gesagt, dass er im Spielecode die Items für Zachian und Tamazenta gefunden hat. Sprich, rostiges Schwert und rostiges Schild. Die sind im Spielecode drin und warten nur darauf, veröffentlicht zu werden. Sprich, es kann sein, dass wir die beiden Legis aus der 8. Generation auch in Pokémon Legend Arceus sehen werden. I mean, da ist eine Galar-Smogmog-Statue als Schornstein auf dem Dach von Team Galactic Hauptsitz. Sprich, Galar ist vertreten. Schauen wir mal. Ja, Leute, das ist der aktuelle Stand zu dieser Woche. Wenn es Neuigkeiten gibt, lasse ich euch das selbstverständlich so schnell wie möglich wissen. Dementsprechend, wenn ihr den Kanal nicht abonniert habt, lasst gerne ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann zu einem neuen Video/Stream wieder. In dem Sinne, haut darin und kurft darin.